Es geht weiter mit Final Fantasy VII Remake. Und da ist das Blumenmädchen. Die hat, glaube ich, mittlerweile auch einen Namen bekommen, oder? Wie hieß die? Juhu! Aerith. Na dann? Oh, 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 wir bekommen Besuch. Ich störe doch nicht, oder? Und wer bist du? Das ist mein Bodyguard. Er ist Soldat. Hä? Ein Soldat? Ex-Soldat. Ah, ja. Marco Augen. Als Söldner machst du doch sowas sicher. Nicht, mein Bodyguard? Hä? Wegen dem Schwert, dachte ich. Sag schon ja, bitte. Oh Gott, wir müssen wieder kämpfen, Leute. Es geht los. Klar, warum nicht? Aber das kostet. Ich hoffe, die Internetverbindung hält stand. Wenn irgendwas leckt, sag Bescheid. Und frohes neues Makai und frohes neues Plushi. Hallöchen. Ein echter Soldat, ja? Welcher Rang? Erster. Jetzt mach dich mal nicht lächerlich. Du und Rang 1. Wow. Oha, kriegen wir gleich auf die Fresse hier, ne? Hallo Armfee, frohes Neues auch für dich. Auf die Blumen. Oh, danke schön, du auch. Hast du gehört? So, es geht los. Wir müssen gar nichts machen, dann kämpft alleine, oder? Dauert nicht lange. Dann mach. Okay, wir kämpfen doch. Alter, ihre Bodyguards sind immer noch hier. Oha. Wirklich? Wann so, habt ihr mich es gibt erstmal ein bisschen beschützt? Feuer. Feuer ist, glaube ich, immer ganz gut gegen die Elite-Garnisten. Dann erwarte auch keinen Dank von mir. Also müssen so packen ungefähr. Den können wir so zerstetzen. Verschwende. Hey! Schick mal Verstärkung rüber. Wo ist denn der letzte überhaupt? Oh, da kommt noch mehr. Oh, 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 oh. Das ist gar nicht gut. So, was haben wir? Ein bisschen Magie. Wir machen mal wieder ein bisschen Feuerchen auf den Elite. Wir machen nochmal Magie, nochmal Feuer, wieder auf den Elite. Ach, der ist schon tot. Oha, oder? Easy. Hallo, Kate und Riley, lauf unterwegs. Moin, Leute. Hab ich ja nicht, aber jetzt bin ich am Zug. Komm schon. Der scheint ein bisschen stärker zu sein, der Dude, oder? Reno heißt der. Leute, was ist denn hier los? Vielen, vielen Dank für die Billigskette. Ein frohes Neues für dich. So, jetzt haben wir hier natürlich Reno. Reno scheint ein bisschen stärker zu sein. Da müssen wir mal gucken, ob wir den kriegen. Kann sein, dass er uns gut zerschnetzelt. Ne? Vor allen Dingen, wir kommen gerade aus einem Kampf raus. Wir haben ja gerade den Reaktorroboter besiegt. Und jetzt sind wir schon im nächsten Kampf. Es kann sein, dass wir hier ordentlich auf die Fresse kriegen. Armfee haut auch nochmal 50 Billis raus. Armfee, vielen, vielen Dank. Leute, alles gut. Ja, Weihnachten ist doch schon vorbei. Vielen, vielen Dank. Ein frohes Neues nochmal an alle. Aber jetzt wird weitergespielt, ne? Also, reißt euch zusammen jetzt. Hallo, Devil. Moin. So. Ich muss irgendwie mein Dings aufladen. Oh, der ist natürlich echt... Wir sollten den mal auf jeden Fall analysieren gleich. Das machen wir auch. Oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Lauf weg. Oh, scheiße. Oha, das sieht ganz bitter aus. So, pass auf. Wir werden jetzt mal analysieren, was er nicht so mag. Nicht schaden. Hinten ist auch frei. Digga, kann ich den nicht analysieren? Hat unser Bodyguard etwa Angst gekriegt? Komm schon. Was ist denn aus deinem Großen? Das kann ich, glaube ich, wir müssen verlieren, oder? Der ist ja richtig stark, der Dude. Hey. Also, er arbeitet mit Blitzen, dann werden wir mit Blitzen nicht angreifen, sondern mit Feuer vielleicht mal wieder. Okay, das war gut. Das erste Mal, dass wir den überhaupt getroffen haben, müsst ihr euch mal vorstellen, Leute. Richtig heftig. Analyse hat nicht funktioniert. Wie kann ich den blocken überhaupt? Achso. Müssen wir einfach nur wegblocken. Wir müssen auch mal irgendwas was trinken oder essen oder so. Ich mache nochmal Feuer. Komm, wir versuchen mal Blitz. Wir versuchen mal Blitz. Nee, Blitz kannst du vergessen. Blitz kannst du komplett vergessen. Ah, fuck. Ja, wenn nämlich Stunt ist, halt richtig bad. Wir müssen mal was trinken. Aber dafür müsste ich erstmal. So, was haben wir denn hier? Gegenstände, super Trank auf mich. Alles im Griff. So. Okay. Okay, alles gut. Und jetzt drauf.
Also so könnte man ungefähr bekommen. Schwierig, Leute. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, kann gerade nicht gucken. Wenn wir da einmal drin sind, ne? Schwierig. So, dann kriege ich jetzt Feuer. Ich glaube, Feuer war am besten. Und dann kriege ich da gleich nochmal Feuer. Oder? Nee, pass auf. Wir nehmen als zweites noch einen Gegenstand. Und zwar einen Supertrank noch. Bitte nicht spoilern. So, okay. Ich kann so schnell gar nicht blocken, Leute. Jetzt komm ich. Ah, immer schön geblockt bleiben. Nochmal Feuer drauf vielleicht? Aber weißt du was, wir machen mal hier so ein Ding. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, wir verlieren das, ganz ehrlich. So, nochmal kurz Zeit für Grüße. Lumpi! Ein frohes neues Jahr und liebe Grüße auch an die bessere Hälfte. Mache ich nachher, Lumpi. Vielen, vielen Dank und auch einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht alle. Grüßt euch. So, ich muss mal ganz kurz hier... Wie machen wir das am besten? So frei. Oh, gar nicht gut. Oh, ich wollte doch weg. Nein! Das war's. Hast dich wohl etwas überschätzt. Game over. Jetzt. Ja. Oh, scheiße. Oh, ich glaube, jetzt hat er uns. Ich glaube, jetzt hat er uns. Wir müssen einen Heiltrank nehmen wieder. Ja, jetzt haut er wieder voll rein, ne? Jetzt haut er wieder voll rein. Ist eine Waffe gerade runtergefallen? Das wäre natürlich gut. So, wir nehmen gleich noch einen Heiltrank hinterher. Scheißegal. Und weiter. Reitern los. Kinderspiel. Ja. Bastard. Glückstreffer. Das war's. So, Impuls. Keine Chance. Alter, das gibt's gar nicht. Wo ist der? Komm, kleines Geschenk. Komm schon, mach irgendwas Cooles jetzt. Schwertsturm vielleicht? Das sollte reichen. Oh, Alter, der weicht aber auch krass aus immer, ne? Der weicht aber auch immer krass aus. Wir sind schon wieder fast tot. Okay. Ist das alles? So, und jetzt machen wir nochmal den Schwertsturm. Oh mein Gott, es geht wieder los. Aber als Profi, was hat er denn da? Um Gottes Willen. An all meinen Aufträgen. Lass uns etwas Spaß zusammen haben. So, erstmal einen Heiltrank nehmen. Okay. Na, er arbeitet gerne mit Blitzen, glaube ich, ne? Oh fuck, Alter, ich kann nichts machen. Wenn ich dagegen haue, bin ich, glaube ich, oder? Ja, ich hab mir schon sowas gedacht, so eine Kacke. Oh. Ein Limit? Können wir noch nicht machen? Ja, auf jetzt. Dann mal. Jetzt wird abgerechnet. Oh, Redo ist fast tot, das ist gut. Aber ich bin auch fast tot. Wir nehmen nochmal einen Supertrank. Hallo, Audrey, moin. Wir fallen auch jedes Mal drauf rein, ne? Es ist auf. Komm, weg, weg. Ich hab eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Bin so frei. Boah, es ist so bitter einfach nur. Ich nehme nochmal Gegenstand. Hallo Metalcard, grüß dich. So, und jetzt können wir uns zerschnetzeln, hoffe ich. Schwertsturm. Los geht's. Komm. Easy. First try mal wieder. Sehr gut. Hallo Maeve, grüß dich. Ein frohes neues Jahr. Auch wie frohes neues. Ich glaube, wir haben's. Du verstehst das nicht, Mann. Ich wollte doch nur... Klau!
Edgar, wie geht's dir? Hey, Strawberry, frohes Neues! Was zum... Wie ist das? Kommandant! Sind Sie verletzt? Lasst mich und schnappt sie euch gefälligst! Jawohl! Wie habt ihr gefeiert eigentlich, Silvester? Auch ganz gemütlich? Oder hattet ihr was Größeres am Start, Leute? Schreibt es mal in den Chat rein. Hallo, 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 Master Game King, moin! Greifen Sie uns! Was ist? Hey, aufmachen! Los! Hierher. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall flüchten, glaube ich. Eieieiei. Wie sprinte ich nochmal? Ich weiß noch nicht mehr, wie man sprintet, Leute. Das ist so traurig. Wo ist die jetzt hingelaufen? Nach da hinten. Ah ja, okay, alles klar. Wir laufen mal. Hi, was ist hier los? Wir spielen Final Fantasy weiter, natürlich. Hast recht. Da hinten ist eine Leiter, guck mal. Soll ich da jetzt zurücklaufen, oder was? Um Gottes Willen. Ach, guck mal, die helfen ihr. Es hat mich beschützt. Beeilung. Ich glaube auch. Komm, wir müssen hier einmal hoch, oder? Nee. Ich habe keine Ahnung, wo müssen wir denn hin? Kommt die mit? Ich glaube ja. So, da kommen wir nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Oh mein Gott, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ne? Wir müssen mal gucken. Ich habe diese Leiter gesehen, aber die hilft uns irgendwie auch nicht weiter. Hier ist ja was los, ja, oder? Also, da ist die Leiter. Wie kommen wir denn hier hoch? Ist hier hinten? Ach, hier ist noch eine Treppe. Ach Mensch, man müsste einfach mal die Augen aufmachen. So. Dann können wir versuchen, hier rüber zu balancieren. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt, Leute. Mal gucken. Oh! Wir sind drüben. Nimm meine Hand. Die Geister haben irgendwas mit dir zu tun, ne? Da müssten die Geister eigentlich jetzt die Soldaten angreifen. Oh Gott. Gar nicht gut. Hey, alles okay? Ich glaub schon. Oder auch nicht. Wehe, ihr verletzt sie. Dann seid ihr so gut wie erledigt. Jawohl. Wir brauchen sie lebend. Okay. Ja, die Geister werden sie schon beschützen. Guck mal hier. Lauf weg! Jetzt geht's los. Vielleicht checkt sie jetzt ihre Fähigkeiten. Nicht schießen, habe ich gesagt. Ja, aber... Wenn ich den Leuchter. Ja, ich habe natürlich keinen Pfeil und Bogen dabei, ne? Das ist natürlich, keine Ahnung, wie soll ich das machen? Ich habe nichts, was ich dagegen schmeißen könnte oder so. Wir flüchten mal einfach, ne? Wir hauen einfach ab. Oder warte mal, hier können wir was machen. Sollte gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht sein Ernst. Wo muss ich denn hin? Ah, hier kann ich lang klettern. Pass mal auf. So. Dann nach vorne. Meinst du, die sehen mich da unten? Die sehen mich gar nicht, oder? Kit hat ganz gemütlich mit den Kids, meine Eltern und der Tante gegessen und Spiele gespielt. Was habt ihr gespielt, Schönes? Weihnachten ist vorbei und schon wieder Geschenke bestellt. Wieso? Hat jemand Geburtstag oder was? So, jetzt hier ran. Mach jetzt was. Mach was. So. Ja, das war aber voll daneben jetzt, oder? Wir müssen wieder zurückklettern, glaube ich. Warte mal, hier ist auch noch ein Kronleuchter. Können wir vielleicht auch noch mal hin? Also, diese Steuerung hier beim Klettern ist wirklich hart. Los! Kletter, du Lurch! Hallo, Black Mamba, moin! Kann nichts machen. Kann nichts machen. Wie komme ich denn hier runter wieder? Nicht aus der Kirche. Keine Ahnung. Wo muss ich denn hin, sag mal? Wir klettern hier einfach rum den ganzen Tag. Scheißegal. Hallo, moin, Jim Knopf. Grüß dich. Wo ist heute auch für dich, mein Lieber? Du hast Das können wir nicht machen. Ich hätte jetzt einfach mal zu ihr, weißt du? Da ist ja ein Weg hin. Da ist übelst den Umweg gerade geklettert. So. Und dann da lang. Komm schon. Kletter, wie du noch nie geklettert bist. Mach doch. Wir werden die ganze Zeit angeschossen, Junge. Oh. Würfelspiele. Oh, das ist cool. So, jetzt hier rüber. Wir haben Mario Party gespielt. Das war auch mega nice. Ich habe zweimal verloren gegen Jessie. Die ist einfach viel zu gut. Na, jetzt komm. Komm.
dieses Klettersystem, das gefällt mir noch nicht. So. Vielen Dank. Jetzt aber schnell. Ist doch alles zu. Claude, kann ich doch nicht. Hilf mir mal. Okay. Weg mit dem Schränkle. Baby, ich hoffe, es geht. Ey, ohne Scheiß, ne? Wir wollten eigentlich schön Glühwein trinken und Champagner. Wir haben aber Weihnachten, hatten wir ja eine Cocktailparty. Wir haben so viel getrunken, wir hatten Silvester gar keine Lust mehr, irgendwas zu trinken. Sie sind auf es hat einfach alles irgendwie eklig Ina? Geschmeckt, oder? Kennt ihr das? Auch völlig übersoffen gewesen. Nee. Wir hauen von den letzten Feiertagen. Aber sie hat einfach nicht geschmeckt. Faultier, moin, frohe Neues. Ich habe zum Glück genau den richtigen Mann für diese Aufgabe. Tut das weh? Oh, gepokert ist auch geil. Welche. Hoffentlich greifen sie uns nicht an. Bleib dicht bei mir. Oh, du starker Mann. Ich hatte gestern auch ein Kaipi zu viel. Ich hatte nichts zu viel. Ich habe es gar nicht mehr runterbekommen. Ich glaube, ich habe 2 Glühwein getrunken. Einen mit Schuss davon. Mit Amaretto. Aber, oh. Das hat auch echt gereicht irgendwie. Ich weiß nicht. Wo hast du gefeiert, Maeve? Oh, eine Kiste. Schön in stiller Zweisamkeit. Das ist das Beste, was man machen kann, oder? Herrlich. Ob sag mal, man ist mit seinen Lieben zusammen. Schnell, bevor sie uns einholen. So, jetzt muss er hier rüber. Treten den Rückzug an. Haben wohl aufgegeben. Als ob die uns nicht mehr sehen, jetzt mal ganz ehrlich, oder? Also eigentlich müssten die uns schon sehen noch. Ich habe Ego-Shooter und RP gezockt. Auch nicht schlecht, Blackmama. Ne? Jeder, wie er Bock hat. Verschwunden. Silvesterpartys waren ja sowieso dieses Jahr nicht so krass angesagt. Ach, vergiss es. Ich weiß auch nicht. Komm, gehen wir. So, wir sind in den Slums, aber ich Vom glaube... Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Wir sind in anderen Slums diesmal, dort nicht in unseren, neben oder? Dem Pfeiler ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Okay, wir müssen zum Bahnhof. Komm mit Aerith. Aerith siehst du doch, oder? Ich weiß nicht genau, ich glaube ja. So. Und was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du ich nehme nur meinen Heiltrank. Den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Ja, ich kenne mich aus in den Slums. Also, was denkst du denn natürlich? Oh, Täubchen, lecker. So, oh, guck mal, da hinten war noch eine Kiste. Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinras Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Scheiße, wie komme ich denn runter? Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Das brauchst du denn um, Black Mamba? Septendo, frohes Neues, grüß dich, moin. Sah aus, das ist nett von dir, danke schön. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Ah, könnte natürlich sein, dass du rekrutiert werden sollst. Nicht eingeschnappt sein. So, hier hoch. Oh, ich hoffe, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Hier in der alten Schrott, in der alten Schrottbude sieht alles gleich aus. Ja, danke. Aber hier waren wir noch nicht. Auf dem Rohr waren wir noch nicht balancieren. Das wird schon passen, oder? Ich glaube ja. So. Das ist jetzt schon die dritte Frau in unserem Leben. 2 Dates haben wir schon klar gemacht. Jetzt noch das Blumenmädchen. Ai. September. Super geht's mir. Ich hoffe dir auch. Dem Rest der Community geht's auch gut. Niemand ist verkatert, oder? Außer Maeve. Maeve hat ein bisschen... Rapari war das, oder? Oder Kaipi? Einfach zu Hause mit Freunden. Sehr schön, Maeve. So muss Dieser es sein. Dieser Ausblick. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Das lässt irgendwann nach. Guck mal, da hinten war die Kirche. Aber wir sind jetzt ein bisschen außen rum geschlichen. Aber ich glaube, da werden wir noch ein paar Herausforderungen finden, denen wir uns stellen müssen. So, das ist nämlich irgendwie alles so einfach gerade. Alkai Pirinha, okay. Ja, etwas Kopfschmerzen, aber eigentlich geht schon klar. Okay, sehr gut. Ja, wenn nicht zu Silvester wandern, ne? Und gute Vorsätze habt ihr auch? Meine Fantasy ist eigentlich sehr geradlinig. Du kannst nicht so schnell verlaufen. Mal. Stimmt. Alles so ein bisschen Schlauchlevel-mäßig, ne? Was hat sie denn? Oh nee, sie kommt hier nicht rüber. Oh, Mädel. Hopp. Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher.
Okay. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Wir laufen trotzdem vor, ne? Wir laufen trotzdem vor. Die wird das schon schaffen. Guck mal, da oben ist die Reaktoranlage mit den Lampen und so weiter. Da haben wir viele von ausgeschaltet schon. Wohnt in diesem eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. So. Die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Warte mal. Oh, nee. Oh, jetzt stand sie im Weg. Vielleicht können wir da außen rum. Vielleicht ist da noch eine Kiste, weißt du? Nee, da kommt man leider nicht rein. Das ist ein bisschen zu eng. Da ist die Kirche gewesen. Da ist sie. Prachtvolles Gebäude. Mitten in den Slums. Krass, oder? Pass auf. Hallo, Bahamut. Ja, ja. Grüß dich. Moin. Ja, wir spielen mit Cloud. Vorsicht. Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein. Puh, hab ich mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Oh, sieh mal, der Wall. Ja, mit RP kenne ich mich nicht so gut aus, Black Mamba. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich hab gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Ja, das Kleid, das ist, da perlt alles ab, ne? Mit per Woll gewaschen, weißes Kleid. Da wird nichts dreckig. Warte mal, hier sind wir hier hochgekommen? Ich glaube, ja. So, wo wollen wir jetzt hin? Hier geht's wieder runter. So. Ja, also ich meine, die Grafik ist fantastisch, ne? Es ist wunderschön, dieses Spiel. Aber diese Umgebung hier würde ich trotzdem nicht einziehen wollen, Leute. Ich glaube, da gibt es viel Schimmel- und Rattenprobleme hier in der Ecke. Dieses Mal gehe ich aber vor. Ja, okay, du dann los. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Ja, schaffst dann lauf mal. Mit Links und Fieber. Die fällt doch runter gleich wieder, oder? Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Nee, ich mache keine RP, ich hab's vergessen. Und lass dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Gehört nicht zum Job. So, vorsichtig. Lauf. Hält dich fest, alles gut. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. So. Ja, super Titel. Ich find den Teil auch fantastisch, aber... Ey, er ist einfach viel zu teuer, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Kannst du mal eine Umfrage machen, wer dafür ist, dass du RP machst? Ich mag kein RP. Ich habe schon mal ausprobiert, RP. Also entweder macht man nur noch RP, so zwischendurch kannst du das nicht machen. Das ist so zeitintensiv. Und ich habe eigentlich keinen Bock, RP-Spieler oder Streamer zu werden. Weißt du, dann lieber 3000 Zuschauer weniger. Aber das machen, worauf man Bock hat. Weißt du, RP da festgenagelt zu sein, das finde ich ganz furchtbar. Schaffst du das? Stimmt, natürlich. Intermission spielen wir auch noch dann. Da hast du recht. Das ist da auch mit dabei. Hast mich schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Ja, das Spiel gibt's übrigens für PC im Epic Store, Ausrufezeichen Epic. Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Ah, okay, okay. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nicht. Ja, ich will auf jeden Fall mal ganz kurz hier um die Ecken gucken, ob wir hier noch irgendwo Loot haben. Warte mal, wo müssen wir denn lang? Wir müssen nach unten. Okay, pass auf, dann laufen wir erstmal nach oben und gucken mal, ob hier noch irgendwas rumliegt. Werde ich mir auch holen. Ich liebe Final Fantasy-Spiele. Ey, Bahamut, wenn du es machst, willst du hin? Gerne den Creator Tag Lassie eingeben, wenn du es im Epic Store kaufst. Da kriege ich 5% ab.
Ja, das sind ungefähr dann 4 Euro. Immerhin, immerhin. Ich hab's ja gesagt. Oh Gott, es geht los, es geht los. So. Also, wenn du unterstützen möchtest, kannst du das dann gerne auf die Art auch tun. Das war's. So. Tschüss. Jetzt guck doch nicht okay, so selbstgefällig in die Gegend. Looten kann man die nicht, ne? Ich spiele offstream gerade Witcher mal wieder. Und da bin ich es gewohnt, die ganzen Monster zu looten. Das geht hier natürlich nicht bei Final Fantasy, ne? Bahamut, das wäre natürlich super, ne? Das wäre ein richtiger Ehrenmove. Kostet sich nichts, nee, weißt du? Das sieht nach Ärger aus. Ja. Und ich habe wieder dann Kohle für andere Spielchen. So. Okay, hier auch nochmal ein Igelklo. Die wollte ich eigentlich, weißt du was? Oh, fuck. Ich hätte die mal analysieren sollen. Wir müssen mal eine Analyse machen. Ich muss ja Analysen sammeln auch noch nebenbei. Ich vergesse das immer. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image. Oh, Feuerlöscher gab es hier auch mal. Guck mal. Da ist auch nichts. Oh, wir brauchen unbedingt mehr Loot. Wir brauchen mehr Kisten. Alles. Ja, guten Morgen, ein gesundes neues Jahr. Wünsche ich dir auch, Mutti. Grüß dich. Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Tolle Silvestergrüße natürlich auch an dich zurück. Oder neue Jahrgrüße. Ja, das Jahr ist vorbei. Wir haben jetzt Januar. Also ich kann das immer noch gar nicht begreifen. Der Dezember ist vorbei. Wir haben Januar, ein neues Jahr. Jetzt immer 22 hinten schreiben, nicht mehr 21. Das wird wieder die größte Umstellung. Das überhaupt. Ist ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Da brauche ich erstmal einen Monat, bis ich wieder reinkomme, um das richtige Datum aufzuschreiben. Sehr witzig. So, was haben wir hier noch? Okay, okay. Ich höre Helikopter. Das ist nicht so gut, oder? Bahnhof ist da. Sind doch ein paar Leute am Start. Der Schaffner ist auch da. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn? Ja, safe, Thomas. Wo ist das? Sei ruhig. Nicht so laut. Wo ist Neues, mein Lieber? Schon was los? Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Er brennt wirklich. Gaffen die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Sollen wir mal gucken? Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt. Dann hast du aber Glück gehabt. Pass bloß auf dich auf. Es gibt Final Fantasy Remake, Pixel Remake. Von 1 bis 5 auf Steam. Final Fantasy 1, 2, 3, 4 und 5. Und da spielt der Maeve gerade, ne? Der gute Maeve. Der macht ja gerade so einen Marathon. Er ist gerade beim 6. Teil. Ich weiß nicht, ob er irgendwann auch das Remake spielen wird. Keine Ahnung. Oh, hier ist der Parkbank. Das ist gut. Da können wir uns einmal ausruhen. Da können wir unser Mana wieder aufladen. Das ist sehr schön. Und es gibt auch einen Verkaufsautomaten. Da schauen wir gleich auch nochmal rein. Mal sehen, was da Schönes drin ist. So, Trefferpunkte. Haben wir auch aufgefüllt. So, was haben wir hier? Wir können auch da irgendwie rangehen. Ah, das ist eine Musikbox. Aha. Ich kaufe mal Gegenstände. Ja, die Musik kaufen wir auf jeden Fall einmal. So, 50. Wir haben 6.100. Wir sind eigentlich haben wir gut was am Start. Oh, die Supertränke sind sehr teuer eigentlich hier. Echoschirm, kuriert Sturm, kuriert Gift. Behebkaffee, ja, das haben wir. Wir haben eigentlich überall genug von. Ich glaube nicht, dass wir Ether könnten. Ah, das ist so teuer, Ether. Das kaufe ich nicht. Das ist mir zu teuer hier. Was gibt es noch? Eisenreif, Lederreif, magischer Armreif. Nicht so tolle Sachen dabei. Wie sieht's hier aus? Ach, guck mal, wir können jetzt Aerith auch noch ausrüsten. Ja, da müssen wir doch mal shoppen gehen jetzt, oder? Was kann denn Aerith überhaupt? Das ist die zweite. Ja, ich bin jetzt natürlich davor mit meiner Nase, ne? Ich mache mich mal kurz weg hier. Die zweite ist das von oben. Die müssen wir noch mal ein bisschen ausrüsten, glaube ich. Hat die irgendwas? Oh, das ist natürlich echt, sollten vielleicht erstmal reingucken, was sie da so hat. Schon schönes, ne? Kraftreif. Kraftreif ist immer gut, aber. Hallo? Ohrringe. Ohrringe bringt 6 und Kraftreif bringt 4. Pass auf, wir kaufen mal Ohrringe für Aerith.
Ich habe sogar noch einen im Besitz. Hat die eine angezogen? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Rainbow Six Extraction, was ist das? Und hallo Knubbelpups, frohes Neues, moin. Pass auf, bevor wir hier irgendwas kaufen. Oh, hier gibt es auch nochmal Materia. Bevor wir irgendwas kaufen, wir machen folgendes. Wir gucken jetzt erstmal rein hier, was sie denn hat. Also Aerith, die hat, oh, guck mal, die hat schon einen Armreif. Da sind auch schon zwei Dinger drin, die sind sogar verbunden, das ist gut. Eine Kette hat sie nicht, also Ohrringe könnten wir kaufen. Haben wir noch irgendwelche? Ohrringe haben wir sogar noch, guck mal. Fast umsonst gekauft, sehr gut. Dann haben wir noch einen Titanreif. Da geht die magische Abwehr runter, aber physische Abwehr hoch. Die hat kaum physische Abwehr. Vielleicht sollten wir der mal ein bisschen physische Abwehr gönnen. Sie kriegt ein... obwohl auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite ist das hier natürlich verbunden, ne? Bringt aber auch nicht so viel. Ermöglicht den Einsatz des Limits Vision oder Vision, ich weiß nicht. Kann nur einmal während des Kampfs eingesetzt werden, okay? Okay, okay. Was hat sie noch? Also, sie hat Gebet, Frost und Vision. Ich gebe ihr nochmal ein bisschen Feuer, glaube ich. Haben wir noch Glut? Oder Gewitter? Oder... Die soll mal Gift ein bisschen leveln. Ich gebe ihr mal Gift. So einen Stab haben wir nichts anderes. Sie müssen aber nochmal leveln. Warte mal. So, bin gleich wieder im Bilde. So, einmal hier noch Punkte ausgeben. Wo ist neues Jahr? Siehst du so schlimm aus vom Feiern? Wieso kann ich muss sie gerade ausmachen, damit man was sehen kann. Ich mache die gleich wieder an. Geht gleich wieder los. Nee, nee, alles gut, Leute, alles gut. Magische Abwehr. Physische Abwehr. Also physische Abwehr hat sie halt kaum. Deswegen gehen wir mal ein bisschen auf physische Abwehr. Trefferpunkte Boost. Hat auch was mit Physis zu tun. Was haben wir noch? Magische Attacke plus 12. Ja. Ja, plus 12 ist schon krass. MP-Maximum haben wir auch nochmal. Und da sind die Punkte leider auch schon fast weg. Was haben wir hier noch? Magisches Blocken, zusätzlicher Materia-Slot. Ah, dann könnten wir der doch nochmal irgendwie Blitz mitgeben, ne? Ah, das machen wir, guck mal. So. Das heißt, sie hat jetzt einen zusätzlichen Slot auf der Waffe. Und wenn wir jetzt hier reingehen... Oder auch nicht. Hä? Ach, da ist schon automatisch... Ach nee, hier, guck mal. So. Und dann machen wir hier nochmal Blitz rein. Wo ist denn Blitz? Gewitter heißt das. Wir sind schon dran vorbei, oder? Hier. So. Und jetzt sind alle happy und zufrieden und gut ausgerüstet.